Hallo zusammen. Ja, jetzt ist es mal wieder nicht so sonnig wie bei meinem letzten Video. Ich sitze trotzdem hier am See und wollte einen Kommentar abgeben zum Thema Selbstliebe. Ich habe ja die Frage in die Gruppe gestellt, wie viel Selbstliebe spürst du für dich? Und das Ergebnis, vielleicht habt ihr es gesehen, niemand hat gesagt 100%. Ein großer Teil hat gesagt, hallo Petra, ein großer Teil hat gesagt, er spürt zwischen 50% und 99% Selbstliebe für sich selbst. Und ein etwas kleinerer Teil hat gesagt, er spürt unter 50% Selbstliebe für sich selbst. Ja, was heißt das? Das heißt, wir haben alle allgemein ein Problem zu sagen, ich liebe mich selbst zu 100%. Und aus meiner Sicht hat es etwas damit zu tun, dass wir doch immer noch ein bisschen das Problem haben, dass wir glauben, wenn wir uns zu 100% selbst lieben, sind wir irgendwie egoistisch, egozentrisch vielleicht sogar, rücksichtslos und einfach nur angetrieben von Selbstverherrlichkeit. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir vielleicht mal drüber nachdenken, wie definieren wir Selbstliebe? Was ist Selbstliebe? Und dafür möchte ich vielleicht mal meine Definition angeben. Ich sehe es so, dass Liebe die höchste Energie ist, die höchst schwingende Energie, die schwingt höher als die Energie des Lichtes. Und das ist eine Energie, die fühlt sich absolut fantastisch, ekstatisch, wunderbar, glücklich, vollfüllt. Es fehlt einem nichts. Man weiß, man hat alles, man fühlt sich absolut sicher und geborgen. Das ist diese Energie, die sich so anfühlt. Und wir haben kein besseres Wort dafür, als sie Liebe zu nennen. Weil wir müssen es ja irgendwo in unseren Wortschatz, in unsere Sprache integrieren können. Wie benennen wir diese Energie? Wie benennen wir diesen Seinszustand, der mit dieser Energie in Verbindung steht? Und dieser Seinszustand ist wahrscheinlich das Beste, was man sagen kann dazu, ist Ekstase. Und auch das, dieses Wort ist in unserem sprachlichen Umgang eigentlich schon nicht wirklich ganz hundertprozentig positiv besetzt, oder? Wenn einer ekstatisch ist, dann ist er außer Kontrolle, dann ist alles irgendwie ja fast nicht mehr gut, oder? Ekstase wird häufig mit Drogenkonsum oder mit übermäßigem Sein in Verbindung gebracht und das wollen wir natürlich auch nicht sein. Also ist es wirklich sehr, sehr schwierig, ein angebrachtes Wort, eine angebrachte Bezeichnung, Beschreibung für diesen Zustand zu bringen, wo wir, unser Sein eins ist mit dem höchsten Sein der Quelle, der Schöpfung, der göttlichen liebenden Intelligenz, wie sie Dr. Joe nennt. Wenn wir diesen Zustand erreichen, das ist eigentlich der maximale Zustand der Selbstliebe. Das heißt, unser Selbst ist in Verbindung mit dieser göttlichen Liebe. Ganz bedingungslos, ohne Grund, einfach nur so, unabhängig von dem, was in unserer Realität stattfindet oder von uns beobachtet oder schlimmstenfalls auch bewertet wird, sind wir in diesem Zustand. Und das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe ist, wenn ich weiß, dass ich diese Verbindung herstellen kann, dass sie zu mir gehört, dass sie absolut gerechtfertigt ist, dass das mein normalster Seinszustand ist, dass diesen Seinszustand niemand bewerten darf, dass dieses das ist, was ich bin, das bin ich per se, ohne etwas tun, machen oder erfüllen oder erreichen oder beweisen zu müssen. Und wenn ich in diesen Zustand und in dieses Wissen
hineingehe und diese Verbindung für mich spüre, in dem Moment habe ich per Definition für mich 100%ige Selbstliebe. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht unter diesem Post schreiben würdet, was ist Selbstliebe denn für euch? Und warum glaubt ihr denn, dass die wenigsten Leute, also niemand geschrieben hat, dass er 100%ige Selbstliebe für sich spürt? Weil es kann nicht sein, weil wir sind 100% Liebe und wir sind 100% selbst, also sind wir 100% Selbstliebe. Und es gibt nichts anderes, es gibt einfach nur, dass wir diese Trennung eben spüren aus irgendwelchen Gründen und Erklärungen, die es uns nicht erlauben, einfach diese Wahrheit zu sehen, dass wir gar nichts zu tun brauchen, außer den ganzen Klatter, diese ganzen Gedankenvorstellungen abzulegen, die uns eben davon trennen, dass selbst 100% mit Liebe erfüllt ist. Ich bin gespannt auf eure Meinung, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.